Beim Chippen üben würde ich euch folgende Sachen empfehlen. Als erstes legt euch bitte immer einen zweiten Schläger oder wie hier in dem Fall zwei Stangen hin. Eine für die Ausrichtung, die zweite für die Ballposition. Und dann beginnt ihr mit dem Tee zu chippen. Das heißt, ihr steckt euch ein Tee in den Boden und beginnt nur dieses Tee zu treffen und dabei darauf zu achten, die Handgelenke nicht zu benutzen. Als zweites kommt der Ball oben auf das Tee und das Ziel ist immer noch, das Tee zu treffen. Und dabei kommt allerdings schon der Treffmoment hinzu. Und die dritte Situation ist die, dass das Tee leicht links neben den Ball kommt und ich probiere, den Ball und das Tee zu chippen. Mit dieser Übungsreihe wird sich dein Treffen und damit das Chippen verbessern.